Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon's Markt Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Und ich habe uns mal hierher gebracht. Oh mein Gott, so mein Handy vibriert gerade. Kleinen Moment, Leute, das tut mir jetzt echt leid. Ja. Aber was soll ich sagen? Ja, das ist ein elendig langer Weg gewesen da hier an diese Stelle. Und ich bin auch ziemlich doof gewesen, denke ich mal, dass ich da jetzt den falschen Weg gewählt hatte, weil bestimmt ist der Weg mega einfach und ich habe einfach nur keinen Plan vom Kacken, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, jetzt habe ich schon wieder gefällt. Was ist das? Nein, das ist ein anderer Wasserweg. Oh, Fuku-U, was ist das? Was ist das? Nein, oh, nein, ah, verdammt. Och, leck mich doch am Arsch. Nein! Das ist ein anderer Wasserweg, wo ich hier jetzt gerade bin. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, dann mache ich das jetzt eben. Okay, jetzt und dann 20 Minuten weiter. Okay. Oh, das ist doch zum Kotzen. So, überlege. Das ist Fail, wenn ich das mache. Da muss ich nämlich da hoch besser. Hier. Nein, oh nein. Oh Gott, ich dachte, der schwimmt jetzt wieder runter. Yay, wir sind weitergekommen. Noch ein Doppelkampf. Kann man sich auch dran vorbeischleichen, aber ich bin ja so, ich schnapp mir lieber die Trainer einzeln. Gut, ein Mag, nein, das gibt massig Erfahrungspunkte. Ich hoffe, wir überleben und sterben nicht schon wieder. Was machen wir? Trash! In dein Gesicht. Oh fuck. Oh fuck. Also für mich ist das gut. Mein Angriff steigt enorm, aber schlecht daran ist, ich schlag mich selbst wahrscheinlich. Und das ist meine... Yeah! Habt ihr das gesehen? Einmal Angeberei und wir machen Imba-Schaden. Vor allem das Witzige ist, wir sind jetzt ja verwirrt. Das heißt, wir können eine andere Attacke wählen. Verdammt. Autsch. Och ja, genau, jetzt brüll mich raus, du blöder... Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Wing Attack. So. Golbert, da gehen wir wieder auf unser Andi. So. Und Rock Slide! Wing Attack dürfte nicht viel bringen. Immerhin bin ich ziemlich defense-heftig und so. Ja. Das Vieh hat das überlebt. Es hat überlebt. Oh mein Gott. Fick dich, schon wieder schlage ich mich selbst. Rockslide, jetzt mach endlich. Fuck you! Flinched! Ich bin flinched! Oh mein Gott! Are you fucking serious? Oh nee! Nein! Ach man, Fuku, was soll denn das? Rare-Cutter. Kannst du jetzt bitte angreifen? Snap out! Yeah, und treff bitte. Ja, Mann! Hat ja nur 25 Jahre gedauert. Tschüss! Massiger Erfahrungspunkt, aber nur ein Poke. Das ist bitter. Was kommt jetzt? Was hast du? Jetzt kommt bestimmt Weimar oder so und ich darf ja nicht wechseln. Das könnte bitter ausgehen. Ich bin gespannt.
Zeig mir, was du drauf hast. Your move. Und jetzt waren ja zwei Pokés, die der Trainer da hatte. Dann hat die auch zwei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Trash. Crunch. Fuck you. Oh nein. Scheiße. Weißt du was, du kannst mich mal kreuzweise am Arsch lecken, du behindertes, dreckiges Scheißvieh. Du kannst mich sowas von gerne haben, du kannst einfach mal sterben. Ohne Scheiß. Du kannst sowas von sterben, Mann. Was soll denn das? Oh, und ich mach mal gucken. Oh, ich könnte heulen, ohne Scheiß. Du behindertes Scheißvieh, ne? Aber es wäre auch egal gewesen, was ich gemacht hätte. Mein Vieh wäre tot gewesen. Ganz egal. Ich hätte heilen können, ja. Aber trotzdem, hätte mich auch nicht lange gerettet. Fick dich, fick dich. Bin das... Mann, ich könnte mich da jetzt stundenlang... Oh mein Gott. Ich drehe gleich am Rad. Also ich drehe... Wisst ihr, ich habe gerade so eine Wut im Bauch, dass ich am liebsten mein Netbook nehmen würde und irgendwo gegenschmeißen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, wann ich oder wie spät ich angefangen habe aufzunehmen. Low Kick in dein Gesicht, stirb. Kannst du nicht einfach sterben? Kannst du nicht einfach sterben? Nein! Muss mich erstmal ärgern, ne? Weißt du was? Du dreckige Scheißvieh, ne? Genauso wie das andere Vieh hier, Karate-Schlag in dein Genick und stirb. Steh noch einmal auf und ich trete dir sowas von deinem... Oh mein Gott, was ist los hier? Ja, du blöder Bastard. Fuku, ey. Anni, du hast mich maßlos enttäuscht. Du kannst schön auf der Box versauern, du blödes Mistvieh. Ich will dich nie wieder sehen. Du bist für mich gestorben und das im wahrsten Sinne des Wortes. So. Vergessen wir das Vieh. Ich bin echt sauer. So ein bisschen zumindest. So, komm, mach. Vor, links, rechts. Links, hoch, rechts, links, oben, oben, links. So. Ach, fick dich. Ohne Scheiß. Jetzt kriege ich Erdbeben. Jetzt. Genau jetzt. Jetzt. Bist du... Are you fucking serious, dass ich das nicht ein paar Minuten früher hätte kriegen können? Ist natürlich optimal für Nico, weil Nico... Du sollst mein Kabel in Ruhe lassen, blödes Vieh. Nico ist der Typ Boden. Deswegen hat er da auch noch Step drauf. Aber ich bringe ihm das noch nicht bei. Erst nachher. Wenn wir dann hier Rock Smash wieder vergessen haben. Obwohl. Er muss ja. Was mache ich nur? Ja, Doppelkick weg. Scheiß drauf. So. Earthquake, Hauptsache er ist stark. So, jetzt kann ich noch ein Item geben. Und zwar den netten. Habe ich das denn noch? Soft Sand ist für Ground Attack. Und das geben wir jetzt unserem Nico. Six, ja, das brauchst du. Ja, das, mein Gott. Auch so eine Sache. Ach, mein Gott. Ich bin so blöd. Ohne Scheiß. Ab und zu wundere ich mich echt, dass ich nicht ständig gegen eine Wand laufe. Ohne Schmarrn. Ey, ich bin so doof. Pff, ey, ich bin so doof. Pff. Und das in einer Tour. Mann. Fuku. Wo sind jetzt die Bastarde hier? Hier, da ist Kyogre. Komm her. Ich hau die Fresse. Ich hau dir die Fresse. Oh mein Gott. Ich hau dir auf die Fresse. So, hier, da kommt der blöde Spacken. Fu, 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 du mich auch. Komm, ruf jetzt seinen super Poke, dann kann ich das mal eben schnell down machen und... Moment, ich muss mal eben kurz... So. Matjena. Ach, fuck you. Natürlich ist das Level 41... Wir haben... Oh nein, wir haben auch genau das Falsche von hier, Confustray.
Jawohl. Moment. Oh mein Gott. Das nervt mich hier gerade mal ein bisschen. So. Surfer, gib ihn. Keine Gnade, töte es. Und es hat überlebt. Wir sind 10 Minuten am Game. Am Game vor allem. Jetzt setzt er einen Trank ein, war klar. Fick dich. Oh Scheiße, das habe ich gar nicht. Wir bleiben drin. Ich habe nämlich nicht geguckt, was da kommt, weil ich gerade mit was anderem. Oh shit. Mit was anderem beschäftigt war. Hier, Confus Ray. Erstmal verwirren wir das blöde Vieh. Vorsichtshalber. Und dann Spark. Yeah, und das haut sich direkt selbst. Das finde ich gut. Jetzt schocken wir dich mal ein bisschen. Oh, Galbert hat so eine bittere Initiative. Das ist so abgefuckt. Ich wollte gerade sagen, ey, setz jetzt auch noch Top-Genesung ein. Dann packe ich dich an deine Flügel und schlag dich gegen die Wand. Ohne Scheiß, du wirst damit nicht glücklich. Wir machen jetzt die ganze Zeit bam, bam, bam. Stirb. So, Schocker, reiß dir mal eben alles raus. Hörst du mal auf damit, geh weg. Oh. So. So, nebenbei muss ich mal eben kurz was gucken. Und zwar habe ich nämlich wieder eine Herausforderung gekriegt. Swagger, das ist bitter. Spark! So, Level 41 für unser Schocker, das ist super. Das freut mich und der blöde Bastard ist tot. So, und wir können vielleicht in diesem Part noch ein Pokémon fangen. Vielleicht auch zwei. Nein, eins wäre. Es passiert etwas. What the fuck? Was geht hier ab? Kyogre ist weg. What? I didn't do anything. Why did the rat up? Where did Kyogre go? It's a message from your members outside. Yes, what is it? It's raining heavily. Good. That should have happened. That is why we awake Kyogre. To realize Team Aqua's vision of expanding the sea. What? It's raining far harder than the when we envisioned it. You're in danger? That can't be. That's just not possible. Hold your position and monitor the bla bla bla. Interessiert mich nicht. Fick dich! Verpiss dich! Mann. Ja, nerv nicht. Team Aqua und Team Magma, bla bla bla, what? Oh mein Gott, oh, was ist hier los? Und Groudon und Kyogre. Ja, die erzählen jetzt irgendeinen Schnickschnack, Mann, das interessiert doch keine Sau. Dann Goku, come on. Ah, ja, ist gut, ist gut. Ja, mein Gott, nerv doch nicht. Hallo, verpiss dich. Oh. Ja, ich weiß, das ist alles gefährlich und es muss was unternommen werden. Ja, super Ancient Pokémon. Wir müssen uns das ultimative Pokémon holen. Was ist jetzt schon wieder los? Dengoku, what is happening? Yeah, es ist Troy. Troy will uns helfen und bla und blub. Verpiss dich doch einfach mal. Mann. Hallo. So, dann können wir nämlich gleich Andi beerdigen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier eine Epic-Szene fertig machen. Und das können wir nur hier. So! Yeah, Cutscene! Let's go! Are you fucking serious? Yes, I am.
Fuck, ey, das ist so episch, oder? Das ist so geil. Hauen sich die Köbbe ein, die blöden Viecher. Mann, jetzt schreit er nicht so rum. Bleibt mal locker. Vom Hocker. So, uns bleibt nur eine Möglichkeit, erstmal unser Vieh in den Friedhof zu schicken. In den Friedhof. Wir spielen jetzt auch gerade Yu-Gi-Oh! Deposition. Oh, Milo-Tick können wir auch wieder mitnehmen, ne? Fuck, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Nein, nicht Move Items, du. Move Pac-Man. Hier, das brauchen wir nicht mehr. Das kann sich jetzt wieder schön in der Box verzwiebeln. Wir haben kein Elektro mehr dafür, ist egal. Nehmen wir jetzt unseren Milo-Tick wieder mit. Party-Pokémon. So, Shift. So. Nein, da. Verdammt. Du musst ja in die Deadbox. So. So, und jetzt haben wir noch einen Platz im Team frei. Tauchen müssen wir erstmal nicht mehr. Das heißt, wir brauchen das andere Vieh nicht. Und wir werden jetzt gucken, ob wir uns noch ein Pokémon fangen können. 4 Minuten haben wir noch. Wir müssen jetzt erstmal was erledigen. Yeah, Jenny, ich reite auf dir. Hey, es ist Troy. Mach mal Platz frei da. Komm, verpiss dich. Verpiss dich. Are you fucking serious? Nein, nein. Mal schneller. So, bla bla bla, lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sowas nervt. Ach egal, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Ich muss ein bisschen lockerer werden. Das ist nicht gut für mein Herz, wisst ihr? Also ich bin ja schon nicht der Jüngste und so. Und man muss. Ja. Bla bla. Hier können wir es fangen. Hui. Jawohl, und es wird ein. Ein Hitmonlee. Ein Kickli. Fragezeichen, Fragezeichen. Will ich ein Kampf-Pokémon im Team? Fragezeichen, Fragezeichen. Habe ich nicht schon ein Kampf-Pokémon im Team? Ausrufezeichen. Egal, fangen wir uns trotzdem. Great Ball, los! Und es kommt raus, selbstverständlich. Focus Energy interessiert mich nicht. Great Ball. Yay! Oh mein Gott. Are you fucking. Ey, nee, ne? Das machst du jetzt nicht wirklich. Das wagst du jetzt nicht. Triff mich lieber. Spring nicht daneben. Komm schon. Komm schon. Oh yeah. Geil. So. Ein Pac-Man, das mit den Füßen kämpft. Da fällt mir schon ein perfekter Name für ein. Ich kenne noch einen Kämpfer, der mit den Füßen kämpft und der nennt sich, oder er schimpft sich, Sanji. Nein. Sanji. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Sanji von One Piece. Ein absoluter Fußkick-Champion. Und ja. Er ist jetzt bei uns mit dem Team. Und ich will gar nicht wissen, was man hier alles für Pokémon fangen kann. Weil dann werde ich bestimmt depressiv. Denn hier, das ist der Champ von der Pac-Man-Liga. So, ich hab Durst. Ich muss einen Schluck trinken. Bla 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 bla. So, auf gut Deutsch, was er gerade schnackt. Ach! Ich muss erzählen, wo das Rayquaza sein könnte. Das ist nämlich da. Sky Pillar. That's it. It must be Sky Pillar. Bla 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 bla. So, da wollen wir jetzt hin. Wir haben Schaufler, ne? Nein, ich bin in einer anderen Edition gerade vom Kopf her. Oh, wie schön ruhig das hier ist. Und wir Action. Und es kommt ein. Ich bin ja mal gespannt. Das ist ein Scherz, ne? Aber ihr könnt mich mal so gepflegt am Arsch lecken, ohne Scheiße. Ihr könnt mir mal richtig schön. Oh, ich fass das nicht. Alle Pokés, die richtig geil sind, ne, die kriege ich nicht.
Ich bin verflucht, wenn es darum geht. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt nochmal in eine andere Stadt. Und dann beenden wir den Part. Ganz einfach. Kikli kommt auf die Borgs. Brauchen wir nicht. Wir haben unsere Chichi immer noch dabei. Deswegen wird Kikli erstmal abgesetzt und vielleicht irgendwann später nochmal benutzt. Wer weiß, vielleicht ist Kikli gerade das Pokémon, was uns in der Pac-Man-Liga den Sieg bringen wird. So. Naja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dan Goku Senpai.